Parasitenkure irrelevant, weil was sind denn letztlich Parasiten? Diese Parasiten, wie zum Beispiel der Candida-Pilz, die sind da wegen dem Milieu. Das habe ich jetzt bei mir auch zum Beispiel durch die Permakultur auch herausgefunden, wie die Symbiose ist auf den Bakterien und Viren, warum denn die da sind, was die da so machen, genauso wie die Parasiten. Weißt du eigentlich, was Hunger ist? Weißt du es wirklich ganz genau, dass dein Hungergefühl auch wirklich Hunger ist oder was ganz anderes? Weil viele glauben ja, dass wenn sie Hunger haben, sie unbedingt essen müssen. Aber so wie ich das jetzt auch mitbekommen habe von anderen Menschen, auch die die Rohkost machen und auch nach eigenen Erfahrungen, essen viele, weil sie entweder Gelüste haben oder dieses komische Grummeln oder dieses stechende Gefühl im Bauch letztlich einfach nur Entgiftung ist. Mehr oder weniger Heißhungerattacken, alles nur Entgiftungen, weil wir von dieser Zivilisationskost, von dieser Industriekost und auch von gekosteten Sachen mehr oder weniger süchtig gemacht worden sind und der Körper damit mit heftigen Reinigungen ja, reagiert. Also dieses Grummeln, Stechen im Magen hat nichts mit Hunger zu tun. Das ist mehr oder weniger ein anderes Zeichen dafür, dass der Körper zu belastet ist und mehr oder weniger möchte damit mit uns sprechen, auch der Magen, dass wir unsere Lebens- oder vielleicht auch unsere Essverhalten etwas ändern wollen, weil viele haben ja Essen, zum Beispiel wenn sie unwohl sind, wenn ihnen schwindelig ist oder keine Ahnung, Schlappheit haben, keine Energie haben, dann essen halt die Leute und denken dann, dass das Essen ihnen diese Kraft gibt. Letztlich entzieht ihnen die Entgiftung, also die chronischen Entgiftungen, weil unser Körper halt einfach ein Schwamm ist, der nicht nur das Essen, was wir zu uns nehmen und was er versucht auszuscheiden, unser Körper, sondern auch die ganzen Umweltgifte, Stress, die ganzen Einflüsse produzieren bei uns im Körper Schleim, das versucht er auch auszuscheiden. Also die Leute sind ja, wenn man es so sieht, permanent am Entgiften normalerweise. Durchgehend. Und daher kommt da diese Energielosigkeit, weil der Körper versucht die ganze Zeit das zu kompensieren. Er versucht die ganze Zeit Energie aufzuwenden, um halt diese Gifte rauszuwerfen. Deswegen fühlen sich die Leute schlapp, energielos und das Essen verhindert halt die Entgiftung. Es unterbindet sozusagen. Der Körper hat dann, nimmt dann eine, man hat sozusagen Energie für was anderes aufgewendet, dann hat man, fühlt man sich wieder frisch, vital oder sowas, weil man halt andere Sachen machen kann, weil der Körper nicht mit der Entgiftung beschäftigt ist, bis es dann wieder zur Entgiftung kommt und man sich dann wieder schlecht fühlt und dann fangen die Leute schon wieder nach kurzer Zeit an zu essen und dann ist man halt schon wieder in diesem Teufelskreislauf, muss ich sagen. Also dann fängt man die ganze Zeit an, permanent zu essen, dieses Unwohlsein wegzubekommen und man isst natürlich dann wieder diese Sachen, die den Körper weiterhin vergiften. Dann auch belasten und auch den Darm verschlacken. Aus dem Grund ist es auch zum Beispiel wichtig, den Darm bzw. auch das Darmgehirn besser ja, zu reinigen bzw. anfangen zu reinigen und diese ganzen Fleisch-, Milch- und Getreidesachen oder bzw. die ganzen Glutensachen, weil die halt wirklich sehr stark Schleim sind, erstmal für eine Zeit auch wegzulassen bzw. ja, eine Übergangskost auch zu machen, um den Körper dementsprechend auch zu reinigen. Das intermittierende Fasten, wie gesagt, habe ich ja auch in den vorigen Videos erzählt, hilft ungemein, das auch ein bisschen in den Griff zu bekommen und auch ein Körpergefühl zu bekommen, wann muss ich was essen, wann ist es Entgiftung und was ist da wirklich Hunger. Das habe ich jetzt zum Beispiel bei mir gemerkt, also wenn ich Hunger bekomme, also wirklich einen Hunger, weiß ich, wenn ich mich zum Beispiel schlapp fühle mit der Entgiftung oder es einfach zu viel wird, ich antriebslos bin oder nur so ganz leichtes Grummeln habe oder sowas, also nicht diesen stechenden Schmerz oder sowas, dann weiß ich, dass ich halt zum Beispiel ja, etwas essen möchte oder etwas zu mir führen soll, weil ich halt dann ein bisschen schlapp von der Entgiftung oder weil ich halt zu viel draußen in der Bewegung gewesen bin. Dann ist es halt zum Beispiel an der Zeit für mich, etwas zu essen und da, wenn ich dann auch was esse, dann geht es auch nicht in die Völlerei über. Dieses Sättigungsgefühl, das stellt sich dann auch bei mir ein, dann weiß ich, wann ich nicht mehr essen soll, dann überesse ich auch nicht, weil dieses Überessen ist auch ein fataler Fehler von vielen Menschen, den sie auch machen, den Körper dann auch wieder zu sehr belasten und einfach nur essen, 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 weil irgendwann
kommt man an den Punkt, da kann man die ganze Zeit nur noch essen. Und viele machen halt auch den Fehler, dass sie zum Beispiel Wasser trinken. Und wenn man Flüssigkeit, während man isst, zu sich nimmt, dann verdünnt man das mit seiner Magensäure. Das heißt, die Verdauungskraft ist um einiges weniger. Der Körper kann wahrscheinlich auch nicht alles optimal verdauen, während es im Magen ist. Und man braucht dann ungemein wieder mehr Energie. Und man simuliert sozusagen, dass man halt alles verdünnt und man kann mehr essen. Da habe ich auch bei meinen Eltern festgestellt, zum Beispiel auch aus eigener Erfahrung, man kann dann einfach mehr essen und dann ist halt die Gefahr des Überessens dann nochmal mitgegeben und belastet dann wieder zusätzlich seinen Körper. Und wenn man sich das auch alles bewusst wird, wie der Hunger entsteht, wie die Entgiftung funktioniert und alles Mögliche, dann sind euch solche Sachen wie die Parasitenkure irrelevant. Weil was sind denn letztlich Parasiten? Diese Parasiten, wie zum Beispiel der Candida-Pilz, die sind da wegen dem Milieu. Das habe ich jetzt bei mir auch zum Beispiel durch die Permakultur auch herausgefunden, wie die Symbiose ist auf den Bakterien und Viren, warum denn die da sind, was die da so machen, genauso wie die Parasiten. Die Parasiten fressen zum Beispiel Schwermetalle aus dem Körper auf und binden die, damit der Körper da keinen Schaden nimmt. Das heißt, die helfen uns sozusagen, weil viele Menschen noch dieses Milieu haben, in dem der Körper sich sozusagen selbst in diesem Giftzustand ist und sich selbst schadet. Und diese Parasiten helfen dem Körper sozusagen, diese Gifte auszuscheiden. Und diese Parasitenkuren sind letztlich nur eine Zwangsreinigung. Es funktioniert einfach, weil ich den Körper dazu zwinge, diese Gift- und Schleimstoffe auszuscheiden. Problem ist halt nur, wenn ich diese Parasiten gezielt töte, gleich am Anfang, und meine Entgiftungsorgane wie Darm oder Haut sind nicht optimal gereinigt oder diese Ausscheidungswege sind blockiert, dann sind diese Gifte, diese ganzen Schwermetalle kommen dann wieder in den Kreislauf, belasten Leber, belasten Nieren und alles Mögliche und der Körper versucht sie irgendwie wieder irgendwo einzulagern. Und das kann dann sehr unangenehm werden. Deswegen bei den Parasitenkuren ist da auch sehr viel Marketing und Geldmacherei, kostet ein Heidengeld, diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel und diese Kalorien und Nahrungsergänzungsmittel, die sind ja sowieso Marketing. Das brauchen wir eigentlich alles nicht. Das habe ich auch bei mir feststellen dürfen, dass nach einem Jahr Rohkost, weil ich das halt auch so schnell gemacht habe, diese Nahrungsergänzungsmittel bei mir überhaupt keine Wirkung mehr gehabt haben. Irgendwann belasten sie einfach den Körper. Die stoppen halt die Entgiftung, deswegen helfen sie halt am Anfang. Aber irgendwann schaltet der Körper die auch aus. Der braucht die nicht. Der kann damit auch nicht sehr viel anfangen und schaltet die genauso aus, wie sie auch reingekommen sind. Deswegen helfen diese Nahrungsergänzungsmittel auch irgendwann nicht. Und das ist einfach nur ein Heidenmarketing, das ganze Zeug. Also es ist überall. Da kommt auf einmal, du sollst dieses Präparat zu dir nehmen und das und das und das und das und das für 20 Euro musst du jeden Monat neu kaufen. Dann hast du dann irgendwie 10 Präparate, die du dann zu unterschiedlichen Zeiten zu dir nehmen sollst und aufpassen, dass du das vor der Mahlzeit oder nach der Mahlzeit zu dir nimmst und dann am besten noch das zu dir nimmst und das, damit die sich nicht irgendwie gegenseitig aufnehmen. Und dann kommst du auch in irgendeine Teufelsküche und denkst auch so, das kann doch gar nicht sein. Wie hat es denn der Mensch vor zig Jahren, Jahrhunderten, Jahrtausenden gemacht? Dann machst du dir bestimmt nicht so die Gedanken gemacht, welche Nahrungsergänzungsmittel ich jetzt alles zu mir nehmen soll und welche Präparate. Und es kommen ja immer neue Präparate dazu mit irgendwelchen neuen Studien. Und dann denkst du, kommst du auch noch mehr in Teufelsküche. Und das ist ja einfach nur alles Geldmacherei. Und die Nährstoffe können wir auch selbst erstens herstellen, wenn der Körper rein genug ist. So viel Essen brauchen wir dann gar nicht, um die Nährstoffe selbst herzustellen. Dann macht es der Körper selber. Und wenn wir bei unserem wahren Selbst, ein Stichwort analoges Feld oder Matthäus von Staven, spreche ich dann in einem anderen Video oder einem späteren Video an, dann können wir auch die Nährstoffe von unserem Energiekörper dann selbst auf diesen Körper zur Verfügung stellen. Das ist aber eine andere Sache. Jedenfalls, Parasiten, auch Viren und Bakterien verursachen keine Krankheiten. Die helfen und unterstützen den Schleim, den wir uns zugefügt haben, die ganzen Säuren auszuscheiden. Die helfen uns. Deswegen finde ich es halt immer wieder lustig, wenn die Leute sagen von antibakteriell, antiviral oder Entzündungshemmung oder ich muss das gegen Pilze oder Bakterien einwenden, um meine Gesundheit zu fördern, ist es schon wieder ein Irrweg, weil die Bakterien, die helfen uns, diesen Schleim, den wir uns zugeführt haben, also an dem wir schuld sind, weil wir uns das zugeführt haben, auszuscheiden. Die helfen uns. Weil letztlich muss man das auch so sehen. Wer baut den Misthaufen auf? Kam die Fliege,
die da auf dem Misthaufen landet oder im Misthaufen rumschlägt, baut die den Misthaufen auf oder war der Misthaufen schon vorher da und dann kommen erst die Viren und die Bakterien? Oder ganz, ganz einfach, banal einfach im Garten auch, Kompost. Die Bakterien denken sich nicht, ach, schöner Stelle für Kompost machen. Sammle ich mal organisches Material, weil ich mich hier wohlfühle. Nee, ich schmeiß organisches Material hin und komm Regenwürmer, die arbeiten da die Mikroorganismen, dann sind sie da am Boden. Die machen einfach nur einen Abbauungsprozess. Genauso wie es ist im Körper. Und das mit dem reinen Darm und dass wir halt noch nicht so viel essen müssen, hat auch die Gavalina Schatalowa, zum Beispiel wir fressen uns zu Tode, hat die das im Buch beschrieben, dass wir wirklich nicht so viel essen brauchen. Und dass die Leute auch dann zugenommen haben. Ich bin ja auch ein Beispiel. Ich habe jetzt bei meiner Umstellung auf die Rohkost jetzt von damals habe ich dann nur noch 39 Kilo gewiegt. Auf meinen jetzigen Zeitpunkt, also jetzt in diesem Moment, wiege ich jetzt ungefähr so 60 bis 62 Kilo ungefähr. Habe viel mehr Muskelmasse zugenommen, aber ich habe schon viel mehr Fastenzeiten hinter mir. Ess mehr Obst, mehr wasserhaltig, fühle mich wohl, baue mehr Muskeln auf und auch mehr Gewicht. Das ist dieses Paradox halt einfach. Und da habe ich auch meine eigenen Erfahrungen diesbezüglich schon gemacht. Das hat die Kalorientheorie, die Nährstofftheorie, diese Theorie mit dem Parasiten und sowas sehr viel falsch ist. Aber sehr viel. Ja, alles ist Marketing. Auch diese ganze Marketing-Sache mit dem BMI und sowas und dass man halt schön voluminös sein muss und dünne Menschen Störungen haben, ist auch für mich schon manchmal auch eine Art Marketing und Manipulation. Darum möchte ich im nächsten Video nochmal was dazu sagen, weil es ja auch in meiner Entwicklung dann sehr oft angesprochen wird. Und wenn euch das interessiert, ist es jetzt ein optimaler Zeitpunkt, den Kanal kostenlos zu abonnieren und dabei auch noch auf die Glocke drücken. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Natürlich freue ich mich auch, wenn euch das Video gefallen hat und ihr wieder einiges mitnehmen konntet, über einen Daumen nach oben. Und sonst sehen wir uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt, wo es halt dann darum geht, wie ich halt die dünne Menschen sehe, beziehungsweise was eigentlich der wahre Körper des Menschen ist.